Hi, heute möchte ich gerne mit euch zusammen meine neue Apple Watch auspacken, mal präsentieren. Ich habe sie hier vor mir liegen in der Nike Edition. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Freunde, ich bin richtig nervös. Das ist meine erste Smartwatch bzw. Apple Watch und ich hatte ja schon vor einiger Zeit überlegt, ob ich mir die Apple Watch 1 hole. Die war mir dann doch zu langsam, konnte zu wenig. Die Apple Watch 2 war schon interessanter, aber mich hat das so ein bisschen gestört, dass das alles so gekoppelt war mit dem Smartphone, dass es nicht autark war. Und jetzt die Apple Watch 3 mit Cellular, das macht es natürlich schon interessanter, wenn man sein Handy auch mal zu Hause lassen kann und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir packen jetzt das Teil aus. So, und jetzt schauen wir mal. Design for Athletes by Apple and Nike. Okay, so, da kommt auch schon die Apple Watch zum Vorschein. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die ganzen Papierchen an. Papiere. Und auch hier nochmal das kürzere Armband. Dann schauen wir mal weiter rein hier in das Paketchen. So, wir haben hier einmal das Netzteil zum Laden und hier auch das Ladekabel. Und das Ganze ist jetzt nicht mehr so lang wie bei den Vorgängern. Das ist vielleicht bloß noch einen Meter lang. Hier ist jetzt der Ladepuck, so nenne ich es jetzt einfach mal. Der ist natürlich magnetisch, sodass wir den schön an die Rückseite von der Uhr dran heften können. Und das war es eigentlich von der Verpackung. Holen wir uns jetzt mal die Apple Watch her. So. So schaut sie also aus, liebe Freunde. Ziemlich geil. Befreien wir mal die Uhr von den ganzen Folien hier. Richtig, richtig geil. Ja, Freunde, ich bin richtig nervös. Entschuldigt bitte, wenn das Video nicht so professionell bzw. nicht so flüssig rüberkommt. Ich habe mir die Apple Watch in der 42 mm Ausführung geholt, also sprich mit einem größeren Display. Die größere Variante gibt es ja noch mal ein bisschen kleiner, 38 mm. Und mit Cellular, das sehen wir dann auch hier an der Krone. Hier befindet sich nämlich ein roter Punkt, ein roter Dot, die ohne haben eine ganz normale Krone, sage ich jetzt mal. So, die Krone, die können wir natürlich hier schön bewegen. Hier befindet sich auch der Standby-Schalter oder der Ein- und Ausschalter. So sieht die Rückseite aus. Hier befinden sich halt die ganzen Sensoren. Und um die Sensoren herum haben wir nochmal so einen Aluminiumring. Sieht sehr edel aus, muss ich sagen. Gut, die Rückseite, die sehen wir ja eigentlich nie, weil wir ja die Uhr dann auch irgendwann mal tragen werden. Hier auf der anderen Seite sehen wir ein paar Schlitze. Keine Ahnung, wofür diese Schlitze hier sind. Aber hier, dahinter befinden sich zwei Mikrofone. Und wir können die Armbänder natürlich auch wechseln. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Armbänder von der alten Apple Watch habt, könnt ihr die dann hier auch verwenden, weil der Formfaktor hat sich einfach nicht geändert. Ja, ich würde sagen, ich richte jetzt gleich mal die Uhr ein. So, mal gucken, wie das funktioniert. Ich hole jetzt mal mein Smartphone. So. Ach, was ist jetzt los? So, mein iPhone am Start und mein iPhone hat irgendwie sofort erkannt, dass sich eine Apple Watch zum Einrichten hier in der Nähe befindet und hat das hier sofort hier angezeigt. Ich musste nichts weiter machen. So, ich klicke jetzt hier mal auf Weiter. Mal gucken, was er jetzt sagt. Hallo, okay. Aha, jetzt müssen wir das Ganze hier einscannen. Deine Apple Watch ist gekoppelt. Richt mir mal das Teil ein. Okay, als erstes fragt er, an welchem Handgelenk ihr die Uhr dann tragen werdet. Ich werde sie links tragen. Okay, als nächstes müssen wir die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Jawohl. Die Apple Watch App Training verwendet deinen Standort, um bei Outdoor-Trainingsrouten um lokal bla 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 aufzuzeichnen. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Können wir ja bestimmt später auch nochmal aktivieren.
Watch-Analyse. Also ich bin nicht so der Fan, irgendwie den Hersteller irgendwelche Analysedaten rüber zu schicken, auch wenn sie anonym sind. Deswegen sage ich jetzt hier einfach nicht teilen. Geteilte Einstellungen, okay. Okay, das heißt, er benimmt jetzt die Einstellungen vom iPhone für Siri, Ortungsdienste, Analyse und so weiter von mir aus. Können wir gerne machen. So, Apple Watch Code. Okay, Code erstellen, dann Code eingeben. Okay, also wir können hier noch einen Code hinterlegen. Sobald wir die Apple Watch ablegen und sie dann wieder entsperren wollen, müssen wir den Code eingeben. Ich mache es jetzt einfach mal. Okay, Aktivität konfigurieren, klicken wir mal drauf. Okay, hier stehen jetzt meine ganzen Daten drin. Okay, das Gewicht stimmt nicht mehr so ganz, leider ein bisschen mehr, aber gut, was soll's. So. Weiter, dann Bewegungstagesziel. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich werde das wahrscheinlich dann nochmal individuell anpassen. Laufen wir heute? Okay, da können wir noch schon die App laden. Das machen wir jetzt auch gleich. Du kannst die Rettungsdienste direkt von deiner Apple Watch anrufen, wenn sie mit deinem iPhone verbunden ist, indem du die Seitentaste gedrückt hältst. Außerdem kannst du Notfallkontakte auswählen, die benachrichtigt werden, wenn du Notruf SOS auslöst, indem du sie in deinem Notfallpass in der Health-App auf deinem iPhone hinzufügst. Ja, sehr geile Sache. So, weiter. Verfügbare Apps installieren. Ja, machen wir das jetzt einfach. Apple Watch wird synchronisiert. Deine Apple Watch ist fast bereit. Ein Hinweis erscheint, wenn sie... Location Sharing and Apple Watch. If you use this iPhone to share your location in Find My Friends and Messages, your cellular Apple Watch may also be used to share your location. Okay, bestätigen wir das Ganze mit OK. Das heißt im Endeffekt, wenn man jetzt meine Freunde finden verwendet, also da kann man dann halt sehen, wo befinden sich halt meine Freunde. Und ich habe jetzt mal das Ganze mit OK bestätigt. Ich verwende das sowieso nicht, aus Prinzip. Während dem Synchronisieren können wir hier nochmal so ein bisschen die Grundlagen kennenlernen mit dem Display, mit der Krone und Seitentaste und so weiter und so fort. Sehr schön. Aber wir warten jetzt einfach mal die Synchronisation ab. Okay, die Synchronisation ist wohl jetzt abgeschlossen und da wird jetzt auch schon hier meine Uhr aufgeführt. Und wenn ich jetzt hier auf Info klicke, was kann ich hier machen? Okay, da kann ich suchen. 42 mm Gehäuse Aluminium. Apple Watch entkoppeln. Aha, okay. Ziffernblätter. Ah, hier kann ich also festlegen, welches Ziffernblatt ich haben möchte. Kann ich wahrscheinlich auch direkt an der Uhr und so wie ich das gesehen habe, kann man das Ganze auch irgendwie anpassen. Okay, dann haben wir hier noch einen eigenen App Store wahrscheinlich für Apple Watch Apps. Okay. Und nochmal suchen. Okay, schauen wir uns mal die Uhr an, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Okay, laufen wir heute? Fragezeichen. Okay, zum Entsperren müssen wir den Code eingeben. Also, dann haben wir hier den Nike Plus Run Club Apple Watch Einrichtung. Richte deine Apple Watch ein. Okay. Okay, also wenn wir jetzt hier hochswipen, dann haben wir hier so ein Kontrollzentrum, wo wir einmal die Akkulaufzeit sehen, Flugmodus einschalten können, LTE oder beziehungsweise die Datennutzung abschalten können, Licht, aha. Achso, da kann ich das Display quasi so leuchten lassen, also hell aufleuchten lassen, sehr praktisch. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Theatermodus, okay. Ah, da können wir das Ganze hier auf stumm schalten und so weiter und so fort. Okay. Hier zum Entsperren. Was war das denn jetzt? Okay. Jetzt habe ich leider nicht gelesen, wie ich das Teil jetzt entsperren kann. Zum Entsperren vom wasserdigitalen Drehen. Okay. Das geht mir auch zu schnell. Zum Entsperren und Entfernen vom wasserdigital Chrom drehen. Ja. Was muss ich drehen? Mein Handy oder... Toll.
Okay, also jetzt weiß ich auch, wie man das entsperren kann. Digital Crown, man muss es einfach nur so ein bisschen übersetzen, dann heißt es letztendlich die digitale Krone. Und jetzt sagt er hier entsperrt. Wofür das gut sein wird, weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Vielleicht hat das schon was mit Unterwasser zu tun. Da könnt ihr ja gern mal mich darüber informieren in den Kommentaren, falls ich hier Scheiße erzähle. So, was haben wir denn hier? Ah, okay, dann können wir hier noch einen AirPlay-Speaker oder Receiver oder sonst was hinzufügen. So, okay, das heißt, das war jetzt das Kontrollzentrum. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Okay, hier komme ich jetzt in das Menü. Okay, also er hat hier auch schon ein paar Apps installiert, wie zum Beispiel Philips Hue, Spotify wahrscheinlich auch, eBay Kleinanzeigen, Instagram. Ja, die Sachen, wo ich eigentlich auch so nutze. Und ich bin wirklich gespannt, ob Hey Siri funktioniert. Ich habe jetzt hier bei meinem Smartphone das Ganze erstmal deaktiviert, weil ich so ein bisschen Erfahrung bringen wollte, was alles so bei mir so der Akkufresser ist. So, Hey Siri mal aktiviert. Hey Siri. Hey Siri. Wie wird das Wetter heute? Ja, schon geil, ne? Also eigentlich müsste Siri mit mir anfangen zu labern, aber irgendwie macht das gerade nicht. So, mal gucken in den Einstellungen. Machen wir hier allgemein Siri. Nur Kopfhörer, Sprach. Also Hey Siri ist auf jeden Fall aktiv, immer eingeschaltet, Kopfhörer. Habe ich das Ding hier irgendwie lautlos gemacht oder sowas? Damit Hey Siri funktioniert, müsst ihr erstmal die Apple Watch laden, also strommäßig, und dann lädt er auch irgendwie im Hintergrund die ganzen Sprachdateien runter, Sprachdaten und so weiter und so fort. Jetzt funktioniert es auch. Also Hey Siri, wie wird das Wetter heute? So wird das Wetter heute. Hey Siri, erzähle einen Witz. Was sagte der Polizist zur Apple Watch, die am Weglaufen war? Bleib stehen. Ja, Freunde, ich muss schon sagen, also jetzt, wo ich hier die Apple Watch habe, es macht unheimlich viel Spaß, die Apple Watch zu erkunden, einzurichten und so weiter. Allein das Ziffernblatt, da werde ich mich auch noch mal so ein bisschen begnügen damit. Und ich merke schon so ein bisschen die Vorteile. Also allein schon das Notification Center, ohne dass man sein Handy aus der Tasche ziehen muss, ist schon ziemlich geil. Also ich werde, denke ich, auch noch mal ein Review machen zu dem Teil. Was ich ja so ein bisschen schade finde, ist, dass ich die LTE-Edition jetzt nicht mit meinem Mobilfunkanbieter O2 verwenden kann, finde ich sehr schade. Offiziell heißt es ja von O2 und von Vodafone, dass die eSIM nicht dem GSM-Standard irgendwie entspricht oder sowas und deswegen das Ganze jetzt nicht unterstützen werden. Finde ich einfach ein bisschen schade. Ich habe mir dennoch die LTE-Version geholt, weil ich dann einfach gesagt habe, okay, ich werde dann halt meinen Mobilfunkanbieter höchstwahrscheinlich wechseln. Weil ich möchte schon gerne, also ich habe das schon mit Bedacht ausgewählt, die LTE-Edition, weil ich möchte schon gerne nur mal mit meiner Uhr zum Sport gehen und mein Handy mal zu Hause lassen oder halt bei der Arbeit, bei der Präsentation und so weiter. Und ich möchte eigentlich auf nichts verzichten. Ich möchte gern, dass meine Uhr autark funktioniert und deswegen werde ich mir höchstwahrscheinlich auch einen Vertrag machen bei der Telekom mit eSIM und so weiter und so fort, um einfach alles von der Uhr nutzen zu können. Vorhin habe ich auch noch mal so ein bisschen Scheiße erzählt. Die Apple Watch hat nur ein Mikrofon. Die andere Öffnung ist letztendlich für die Kühlung wahrscheinlich gedacht. Also hier steht jetzt Luftöffnung und die zwei Schlitze da oben, da ist der Lautsprecher. Hätte ich mir auch denken können, habe ich nicht dran gedacht. Also ja, verzeiht mir.
Freunde, ich denke, das war's erstmal von Unboxing her. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war informativ. Es wird auf jeden Fall noch ein Review geben zu diesem Teilchen hier. Ich werde das Teilchen natürlich als Daily Driver verwenden, mit ins Fitnessstudio und so weiter und so fort. Verschiedene Situationen dann auch austesten. Vielleicht gehe ich auch nochmal schwimmen. Keine Ahnung, wir werden sehen. Und freut euch auf jeden Fall auf das nächste Video zu diesem Teilchen hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Däumchen, Freundchen. Bis dann. Ciao.